Ja, noch eine kurze Ergänzung. Die Geschichte der TU Bergakademie Freiberg und die Luftverunreinigung. Schon angesprochen war ja die Auseinandersetzung über das Waldsterben im Taranter Wald. Mit der Abgasreinigung hat man sich seitens der Wissenschaftler der Bergakademie durch die Jahrzehnte und man kann sagen durch die Jahrhunderte hinweg tatsächlich auch immer auseinandergesetzt und in besonderem Maße für die Luftanalytik und für die Luftreinhaltung ist Clemens Alexander Winkler von Bedeutung. Winkler, der ja als Entdecker des Germaniums bekannt ist, hat ganz wesentliche Vorarbeiten geleistet hinsichtlich der Verwendung von Schwefeldioxid im Abgas als Ausgangsmaterial der industriellen Schwefelsäureherstellung. Auf Winklers luftchemische Arbeiten ist nicht nur diese Frage der Luftreinhaltung zurückzuführen, die wir in der Clemens-Winkler-Gedenkstätte dann vor Ort diskutieren werden, sondern das berührt auch die Frage, was denn jetzt ortsüblich und gewöhnlich ist. Und in diesem Bereich, und das mag etwas überraschend, spielte die Geschichte der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften nach 1990 auch eine Rolle, weil nämlich mit Rainer Wolf ein Professor für öffentliches Recht berufen wurde, der seine Dissertation über die Rechtsfigur Stand der Technik verfasst hat. Und diese Rechtsfigur Stand der Technik spielte insbesondere eben auch in der Geschichte der Luftreinhaltung eine zentrale Rolle. Der Stand der Technik spielt natürlich auch beim Betrieb eines Atomkraftwerkes und eines radioaktiven Endlagers eine Rolle, aber, und das hat Rainer Wolf in seiner Dissertation auch deutlich gemacht, in der Geschichte der Luftreinhaltung. Der Stand der Technik unterscheidet sich nämlich vom Stand der Wissenschaft und der Technik. Der Stand der Technik ist das, was üblich ist, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, als diese Rechtsfigur ihre Gültigkeit entfaltete, was die gängige, übliche Praxis gewesen ist in der industriellen Emission. Wenn also der Schornstein, der ausgeführt wird, 10 Meter hoch ist, dann ist das der Stand der Technik. Und wenn die Schornsteinehöhe auf 30 Meter, auf 50, auf 100, 150 Meter, 250 oder 300 Meter erhöht wird, dann spiegelt dies einen geänderten Stand der Technik jeweils wider. Etwa für die Zeit um 1900 herum kann der 100 Meter hohe Schornstein als Stand der Technik gelten. Eine Esse wie jene in Halsbrücke mit 139 Metern geht über diesen Stand der Technik hinaus. Aus dem Stand der Technik erwächst zugleich das, was ortsüblich ist. Eine ortsübliche Luftbelastung ist eben eine Luftbelastung in einem Industriegebiet, die dadurch ortsüblich wird, weil dort Industrie tätig ist. Ein Luftkurort hat eine andere ortsübliche Emissionslage, als es ein Industriebetrieb ist, also in einer Industrieregion vorliegt. Und deshalb konnte höchstrichterlich in Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts geurteilt werden, dass es bei Wohnungen im Industriegebiet nicht ortsüblich ist, bei offenem Fenster zu schlafen, weil die Luftbelastung zu hoch ist, die ortsübliche, und deshalb die Fenster geschlossen bleiben. Ein Anspruch auf Entschädigung mithin nicht geltend gemacht werden könne.
Naja, und diese Rechtsfigur der Ortsüblichkeit und des Standes der Technik konnte eben erst dadurch durchbrochen werden, indem eine schematische Beurteilungsgrundlage geschaffen werden konnte, eben durch die veränderten Möglichkeiten der Luftanalyse, sowohl was die Emissionswerte als auch die Emissionswerte im laufenden Betrieb, im heißen Schornsteinabgas betraf. Und auf diese Art und Weise konnte der Begriff des Ortsüblichen abgelöst werden. Der Begriff des Standes der Technik ist immer noch in Gebrauch, aber auf diese Art und Weise sind also Clemens Alexander Winkler als Chemiker und Rainer Wolf als Jurist miteinander verbunden. Über Winklers chemische Arbeiten wird ein kleiner Gang durch die Winkler-Gedenkstätte Aufschluss geben. Die Bergakademie Freiberg ist auch in die Geschichte der Luftreinhaltung eingebunden. Das zeigen nicht nur verschiedene Gutachten, die in den 1850er Jahren zu den Abgasen der Halsbrückner Hütte entstanden sind, sondern wir können auch die Belastung des Königreichs Sachsens durch typische Rauchquellen anhand einer Karte versuchen nachzuvollziehen. Diese Rauchschadenskarte des Königreichs, entstanden 1906, hat seinen Ursprung an der Forstakademie in Tharandt, und die Hauptemissionsgebiete sind eben ihrer Bedeutung entsprechend durch mehr oder weniger große Kreise hier angegeben. Und für die Waldungen und die typischen Schadensgebiete gilt die Farbe Rot als der Anteil, der den akuten Schäden zugerechnet wird, während die Farbe Orange den chronischen Schäden zugerechnet wird. Und ungeachtet der Hütten in Muldenhütten und Halsbrücke sind die drei großen Kreise, die auf der Rauchschadenskarte zu sehen sind, Dresden, Chemnitz und Leipzig zuzuordnen, eben aufgrund der Größe der Städte, der zahlreichen Hausfeuerungen und der zahlreichen Dampfmaschinen, stationären Dampfmaschinen im Gewerbe. Und es gibt einige kleinere Anlagen, einige kleinere Orte, die als Schadensquelle herausragen, und bei diesen kleineren Orten ist eben hier in der Mitte Freiberg zu sehen. Das bedeutet, dass die von den Hütten hier ausgestoßenen Mengen an Rauchgasen in der Betrachtung der Forstakademie eher von untergeordneter Bedeutung gewesen sind, obwohl sie auf der anderen Seite durch den Schwermetallgehalt, insbesondere Arsen, Blei und Cadmium, natürlich sehr wohl Relevanz entfaltet haben. Folgerichtig kam es in den 1930er Jahren auch zu Prozessen, die Freiberger Imker gegen die Hütten angestrengt haben, und zwar hinsichtlich eines ihrer Meinung nach durch den Hüttenrauch verursachten Bienensterbens. Und seit dieser Zeit gilt dann die Biene als sogenanntes Merktier für eine Belastung durch arsenhaltige Verbindungen. Tatsächlich haben die Imker die Prozesse sogar vor dem Reichsgericht in Leipzig gewonnen. Allerdings hat die Hütte die Entschädigungszahlung bis nach Ende des Zweiten Weltkrieges hinaus zu verzögern verstanden, und deshalb war der Sieg eigentlich nutzlos. Die eigentliche Abgasanalyse stieß, was die chemische Seite anging, zu den damaligen Zeiten durchaus auf erhebliche Probleme. An der Forstakademie in Tharandt hatte Johannes Wislicenus eine Begasungsanlage errichtet. Es handelte sich dabei um ein Gewächshaus, das er über
ausgewachsene größere Fichten stülpen konnte. Das heißt, die Fichte wurde praktisch in dieses Gewächshaus eingeschlossen und dann wurde von unten her künstlich erzeugtes Rauchgas in dieses Gewächshaus eingeleitet, um den Prozess des Absterbens des Baumes zu verfolgen. Und weil die Bäume, die Wislicenus auf diese Art und Weise untersuchten, auch bei sehr geringen, aus damaliger Sicht sehr geringen Konzentrationen von Schwefeldioxid immer noch Schadensmerkmale zeigte, wurden ihm in der Fachöffentlichkeit dann ungenaues Arbeiten und Messfehler vorgeworfen, was umso leichter war, als die Schadkonzentration von Schwefeldioxid für Fichten unterhalb der damals möglichen Nachweisgrenze gelegen war. Und das verweist auf die Fotomontage Abgasanalyse an der Halsbrücker Esse. Zu sehen ist die Halsbrücker Esse und überdimensional entweder Clemens Alexander Winkler oder Karl Wilhelm Anton Schiffner. Der Rauchstrom, der sich aus der Esse ergibt, weist also auf die Nase desjenigen, der da analysiert. Die menschlichen Sinne waren noch bis in die 1960er Jahre die empfindlicheren Messinstrumente für Luftverunreinigung gegenüber den verfügbaren chemisch-analytischen Methoden. Erst seit Mitte der 1950er Jahre lagen zuverlässig arbeitende chemische Methoden vor, die es gestatteten, die Schwefeldioxidkonzentrationen auch unterhalb der Grenze der menschlichen Wahrnehmung zu bestimmen. Es hatte sich ergeben, dass Konzentrationen von Schwefeldioxid in der Umgebungsluft auch dann pflanzenschädlich, vegetationsschädlich wirken konnten und wirkten, selbst wenn der Mensch nicht mehr in der Lage war, durch Geruch, durch Geschmack oder durch Hautreizungen diese Konzentrationen wahrzunehmen. Und erst zu diesem Zeitpunkt, in den 1960er Jahren, setzt eigentlich die Erfolgsgeschichte nachsorgender Umwelttechnik ein, indem von dem gedanklichen Konstrukt der unsichtbaren Rauchschäden dann abgegangen wird und präzise Emissionsbelastungen messbar wurden, die sich eben vorher der Analytik bzw. der Wahrnehmung entzogen haben. Was wir hier sehen, ist ein Aspirator. Ein Aspirator ist das Probenahmegefäß für Luftproben zur Analyse für das 19. Jahrhundert. Und der Aspirator ist also gefüllt mit Wasser. Das ist hier oben in diesem Bereich der Fall, also vielleicht hier 5 Liter in etwa. Winklers originale Aspiratoren waren noch größer, 10 Liter bis 15 Liter. Und dann sind an diesem Aspirator mehrere Hähne angebracht. Einer oben und hier unten der Auslauf. Um den Aspirator wirksam werden zu lassen, muss erst oben der Hahn geöffnet werden. Dann kann die Grubenluft zutreten. Dann wird dieser Hahn geöffnet. Er ist jetzt in geöffnetem Zustand. Dann läuft das Wasser durch die Schwerkraft nach unten ab und das oben entstehende Vakuum wird dann mit Grubengas ausgefüllt. Und über diesen Hahn seitlich kann ein Peleusball angebracht werden, mit dem die Luft durch den Aspirator hindurch gepumpt wird. Nach Ende der Probenahme werden alle Hähne verschlossen und auf diese Art und Weise ist dann eine Luftprobe genommen, die im Laboratorium analysiert werden kann. Winklers Analyse zur Grubenluft beruht natürlich darauf, dass die im Aspirator genommene Probe in ein Laboratorium transportiert wurde und dort analysiert wurde. Das war ein sehr zeitlich aufwendiger Prozess und deshalb hat Clemens Alexander Winkler einen Probenahmekoffer konstruiert, in denen alle erforderlichen Schritte integriert waren. Und das Besondere daran war,
dass die Lösungen, mit denen dann fixierte Salze titriert wurden, also der Gehalt der niedergeschlagenen Salze festgestellt wurde, dass in die Konzentration dieser Lösung die ganze Mathematik bereits integriert war und die Lösungen so eingestellt waren, dass das Ergebnis in Prozentgehalt Methan in Grubenluft direkt ablesbar gewesen ist.